das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend, ich begrüße Sie zu den Tagesthemen. Wenn sich die Fakten ändern, ändere ich meine Meinung, sagte der britische Ökonom John Maynard Keynes und schob die Frage hinterher, was machen Sie? Nun, zumindest die ehemalige schwarz-gelbe Bundesregierung tat es ihm gleich, weil sich im fernen japanischen Fukushima im März 2011 die Faktenlage explosionsartig änderte, änderte die Koalition ihre Meinung zu einer buchstäblich elementaren Frage. Atomenergie für Deutschland, ja oder nein? Und das innerhalb von nur 7 Monaten. Ende 2010 hatten Union und FDP die Laufzeit der Mainline Deutschland gerade noch verlängert. Doch nur ein halbes Jahr später folgte auf die Reaktorkatastrophe die Reaktion Atomausstieg. Die Energiekonzerne klagten daraufhin auf Schadensersatz für die wegfallenden Atomstromeinnahmen. Heute entschied das Bundesverfassungsgericht darüber, Christoph Kehlbach. Atomkraft, nein, danke. Das Motto ein Klassiker, auch bei einigen Demonstranten in Karlsruhe. Die Politik sieht es inzwischen genauso, denn am Ausstieg aus der Kernenergie will eigentlich niemand mehr rütteln. Es geht nur noch um die Frage, müssen die Konzerne dafür entschädigt werden? Wenn das Gericht heute sagen würde, ihr kriegt auch noch Geld, oh, das wäre ein schlimmes Symbol. Geklagt hatten die Energieriesen RWE, E.ON und Vattenfall. Argument, durch den abrupten Atomausstieg sei ihnen viel Geld entgangen. Weil das Ausstiegsgesetz keine Entschädigung vorsehe, verletze es ihr Grundrecht auf Eigentum. Rückblick. Unter der damaligen rot-grünen Bundesregierung kommt es 2001 zum Atomkonsens mit der Energiewirtschaft. Das Ziel, der stufenweise Ausstieg aus der Kernenergie. Ja, dann wollen wir erstmal unterzeichnen, was zu unterzeichnen ist. Die Energiekonzerne durften in ihren Atomkraftwerken noch jeweils bestimmte Mengen Reststrom produzieren, dann aber sollte Schluss sein. Doch 2010 der Ausstieg aus dem Ausstieg. Die inzwischen schwarz-gelbe Regierung verlängert die Laufzeiten der Atommeiler wieder. Bis immerhin 2036 soll jetzt Kernenergie in Deutschland produziert werden. Wenige Monate später dann Fukushima, der größte atomare Störfall seit Jahrzehnten, ausgelöst durch ein Erdbeben und den darauf folgenden Tsunami. In 3 Reaktoren kommt es zur Kernschmelze. 170.000 Menschen müssen evakuiert werden. Und in Deutschland dreht sich die Atompolitik ein weiteres Mal um 180 Grad. So sehr ich mich im Herbst letzten Jahres auch für die Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke eingesetzt habe, so unmissverständlich stelle ich heute vor diesem Haus fest, Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert. Das heißt konkret, 8 vor allem ältere AKW gehen sofort vom Netz. Bei allen anderen wird die Restlaufzeit deutlich verkürzt. Statt 2036 soll jetzt spätestens 2022 abgeschaltet werden. Dafür wollten die Energiekonzerne Geld sehen. Das Bundesverfassungsgericht aber sagt, auch ohne generelle Ausgleichszahlungen vorzusehen, ist das Gesetz zum Atomausstieg im Wesentlichen mit dem Grundgesetz vereinbar. Nur in Randbereichen hatten die Konzerne Erfolg. Im 13. Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes fehlen jedoch Kompensationsregelungen. Soweit im Jahr 2002 zugeteilte Reststrommengen nicht mehr verbraucht werden können. Heißt, nur da, wo die Konzerne durch den 2. Ausstieg nach Fukushima schlechter dastehen als durch den 1. unter Rot-Grün, muss gezahlt werden. Die Reaktionen der Beteiligten? Milliardenforderungen, wie sie den Konzern vorgeschwebt haben, sind damit vom Tisch. Ich glaube, es wäre nicht richtig, wenn wir hier und heute über die Höhe von Entschädigungen spekulieren. Das ist nun die Aufgabe des Gesetzgebers, hier einen verfassungskonformen Zustand herzustellen. Und dazu hat das Bundesverfassungsgericht eine Frist gesetzt bis Ende Juni 2018. Der aktuelle Atomausstieg an sich ist von den Verfassungsrichtern also nicht in Frage gestellt worden. Er bleibt eine der erstaunlichsten Entwicklungen in der deutschen Politik. So schnell wurden in Berlin selten so große Schalter umgelegt. Aber die politische Entscheidung dazu ist das eine. Das andere ist, wie wird das jetzt umgesetzt? Und was machen wir eigentlich mit den Kernkraftwerken und ihrem radioaktiven Restmüll? Die lösen sich ja nicht in Luft auf. Wie Jenny Rieger zeigt, Strom lässt sich leicht abschalten, das Kernkraftproblem nicht so ganz. Hier steht es, das AKW Neckarwestheim südlich von Heilbronn. Und weil es hier steht, stehen auch Sie hier, die Atomkraftgegner, zum politischen Sonntagsspaziergang. Ein Ritual auch noch mehr als 5 Jahre nach dem beschlossenen Atomausstieg. Aber warum?
Weil hier in Neckarwestheim ja auch noch ein AKW in Betrieb ist, weil hier in Neckarwestheim noch ein AKW abgebaut wird und weil bundesweit immer noch 7 Atomkraftwerke laufen. Also unsere Forderung ist nach wie vor Atomausstieg sofort. Doch dass das nicht so ganz einfach ist mit dem Atomausstieg, zeigt sich spätestens beim Thema Rückbau. Beispiel Neckarwestheim. Block 2 ist noch in Betrieb, läuft bis 2022. Block 1 wurde vor 5 Jahren vom Netz genommen, wenige Tage nach Fukushima. Seitdem befindet er sich in der sogenannten Nachbetriebsphase. Sprich, der Reaktor ist zwar abgeschaltet, aber doch noch zu aktiv, radioaktiv, um einfach demontiert zu werden. Ein Interview zum Stand des Rückbaus wollte uns die Betreiberfirma NBW nicht geben. Schriftlich teilt sie mit: Für den nuklearen Rückbau der Anlagen gehen wir von einer Dauer von rund 15 Jahren aus, möglicherweise auch weniger. Insgesamt befinden sich in Deutschland momentan 9 Kernkraftwerke im Rückbau. Weitere werden folgen. Es lohnt sich also, sich Gedanken zu machen, wie der Rückbau sicherer und effizienter gestaltet werden kann. Am Karlsruher Institut für Technologie wird genau zu diesen Fragen geforscht. Als Forscher drücken mich viele Stellen beim Rückbau, zum Beispiel bei der Abfallminimierung. Das heißt, dass wir schauen, dass noch weniger Abfall entgelagert werden muss. Oder auch beim Personaleinsatz. Wände müssen dekontaminiert werden und Böden in der Größenordnung von bis zu 100.000 Quadratmeter. Und da ist auch heute noch Stand der Technik, dass das Ganze sehr oft händisch ausgeführt wird. Ein Blick nach Obrichheim. Hier ist das AKW inzwischen so weit demontiert, dass sich die nächste Frage stellt: Wohin mit dem Müll? Die Antwort führt nach Neckarwestheim. Denn die hochradioaktiven Brennelemente aus Obrichheim sollen hierher, 15 Kastoren, in ein Zwischenlager. Die nächste Herausforderung. Die Alternative wäre, das Kernkraftwerk stehen zu lassen. Das wäre sicherlich auch etwas, wo man mindestens genauso viele Gegner finden würde. Das Hauptproblem ist sicherlich, dass wir in Deutschland immer noch kein Endlager haben für hochradioaktive Abfälle. 2022 geht in Deutschland der letzte Reaktor vom Netz, auch in Neckarwestheim. Für die Atomgegner ist die Sache dennoch lange nicht vorbei. Denn nach dem Ausstieg, sagen sie, ist vor dem Rückbau. Und der ist keine schnelle Sache. Ein ehrliches Ergebnis hatte sich Angela Merkel gestern im Interview hier in den Tagesthemen gewünscht. Und dabei sicher auf so gute Resultate wie bei fast jeder ihrer bisherigen 7 Wiederwahlen gehofft. Nun, mit 89,5% wählten die Delegierten die Bundeskanzlerin in Essen erneut zu ihrer Parteivorsitzenden. Und damit verpasste Merkel knapp die imaginäre 90%-Hürde, ab der man in CDU-Kreisen von einem wirklich guten Ergebnis spricht. Angesichts des Unmuts so mancher Parteimitglieder über den Kurs der Kanzlerin machten manche offenbar aus ihrem Stimmzettel doch einen Denkzettel. Mehr ehrlicher Protest ist in der CDU aber wohl nicht drin. Wissen doch alle, Merkel bietet halt immer noch die beste Perspektive auf den Erhalt der Macht. Aus Essen, Axel Finkenwirth. Angela Merkel will es noch einmal wissen. Sie schwört die Partei auf einen harten Wahlkampf im kommenden Jahr ein, für ihre Verhältnisse sogar emotional. Doch beinahe demütig gesteht sie ein, dass sie das nicht alleine schaffen kann. Gerade in Zeiten wie diesen, ihr müsst mir helfen. Die Rede ist kämpferisch. Merkel versucht, den Nerv der Delegierten zu treffen, vor allem im konservativen Lager. Sie verschärft die Tonlage in der Flüchtlingspolitik. Wenn möglich, Vollverschleierung verbieten, härtere Strafen für Integrationsverweigerer und konsequenter abschieben. Eine Situation wie die des Spätsommers 2015 kann, soll und darf sich nicht wiederholen. Aber einige verzeihen Merkel ihre Entscheidungen in der Flüchtlingskrise noch immer nicht. Und ich füge an, es hätte nie so passieren dürfen. Da reicht es auch nicht, dass CDU-Vize Thomas Strobel zuletzt noch versucht hatte, den Leitantrag deutlich zu verschärfen. Er fordert die sofortige Rückführung von Bootsflüchtlingen zurück an die nordafrikanische Küste. Wir haben das konkretisiert. Und ich finde das schon richtig, dass wir jetzt einen Leitantrag haben, in dem in einer klaren Sprache sehr konkret die Dinge benannt werden. Konkret wird Merkel auch im Auftreten gegenüber rechten Populisten, dem teilweise mangelnden Respekt in der politischen Debatte und der zunehmenden Hetze im Internet tritt sie entschieden entgegen. Sie sagt es zwar nicht, meint aber AfD und Pegida. Wer das Volk ist, das bestimmt bei uns noch immer das ganze Volk. Das bestimmen wir alle, nicht ein paar wenige
und mögen sie auch noch so laut sein. Eigentlich sollte Merkels Wiederwahl die Krönung zum Wahlkampfauftakt werden. Doch nur 89,5% der Delegierten gaben Merkel ihre Stimme. Das zweitschlechteste Ergebnis, seit sie Parteivorsitzende ist. Tenor der Delegierten, ein ehrliches, aber kein schlechtes Ergebnis. Ich hätte ihr ein paar Prozent mehr gewünscht, aber ich halte es auch nicht für eine Klatsche oder Ähnliches. Es ist eher zu werten als Ausdruck von etlichen Sachfragen, in denen wir in unserer Volkspartei noch weiter diskutieren werden. Für mich ist das kein schlechtes Ergebnis. Das Ergebnis ist 90%, ist gut, gibt auch ein ehrliches Bild wieder und das gibt auch die Geschlossenheit im Grunde wieder. Diese Geschlossenheit braucht Merkel im Wahlkampf. Unter dem Druck der eigenen Partei hat sie einen konservativeren Kurs angedeutet. Jetzt muss sie beweisen, dass sie dazu steht. Der CDU-Parteitag und diese Wiederwahl von Angela Merkel. Dazu ein Kommentar von Oliver Köhr vom Mitteldeutschen Rundfunk. Das hätte schlimmer kommen können für Angela Merkel. Das Wiederwahlergebnis ist zwar das zweitschlechteste in mehr als 16 Jahren, aber es ist keine Katastrophe. Allerdings ist es auch nicht so richtig das ehrliche Ergebnis, das Merkel sich gewünscht hat. Es ist ein typisches CDU-Ergebnis. Die strafen ihre Vorsitzende nicht hart ab, selbst wenn sie vernünftige Gründe dafür hätten. Disziplin ist alles und das liegt vor allem daran, dass bei einem CDU-Parteitag nicht die viel beschworene Basis da sitzt, sondern hauptsächlich Amts- und Mandatsträger, die ihre Ämter und Mandate behalten wollen. Wenn schon Kritik per Stimmzettel üben, dann trifft es vielleicht einen Stellvertreter, aber jedenfalls nicht die Chefin. Und schon gar nicht kurz vor einer Bundestagswahl. Ergebnisse irgendwas mit 70%, wie Sigmar Gabriel oder Horst Seehofer sie schon hatten, in der CDU kaum denkbar. Und Merkels Rede? Sie geht ein paar Mal einen Schritt auf die Partei zu, sagt ein bisschen von dem, was ihre Kritiker hören wollen, also, dass sich in der Flüchtlingskrise der Spätsommer 2015 nicht wiederholen darf. Sie sagt aber genauso deutlich, echte Kurskorrekturen gibt es mit ihr nicht. Bestes Beispiel ist das Burka-Verbot, das viele in der Partei so gerne hätten. Vollverschleierung sollte verboten sein, sagt Merkel. Aber dann schiebt sie nach, wo immer es möglich ist. Und sie weiß genau, außer in Gerichtssälen und im Straßenverkehr geht das rechtlich kaum. Und dann nimmt Merkel den Parteitag in die Mitverantwortung. Ihr müsst mir helfen, sagt sie und kündigt fast zeitgleich weitere Zumutungen für die Partei an. Das ist nicht ungeschickt, denn wer Merkel heute wiedergewählt hat, wird sich hinterher kaum beschweren können. Oliver Köhr kommentierte. Ja, die Bundeskanzlerin, die hat mit ihrem Kurs in der Flüchtlingspolitik unserem ganzen Land ohne Zweifel gigantische Herausforderungen zugemutet. Und dass das kein leichter Weg werden würde, das war von Anfang an klar. Aber allzu oft wird die Debatte darüber, ob und wie wir diese Herausforderungen meistern, nicht mehr sachlich geführt, sondern sie wird überlagert von Emotionen. Dabei scheinen viele Ängste und Sorgen durchaus berechtigt. Aber sind sie auch immer begründet? Ganz oben auf der Sorgenliste der Deutschen dürfte wohl die Frage nach der Kriminalität von Zuwanderern stehen. Die Angst, dass mit den Hunderttausenden Flüchtlingen auch viele Kriminelle ins Land gekommen sind. Was ist da dran, nüchtern betrachtet? Marion Kersthold mit einer Bestandsaufnahme. Die Bilder der Silvesternacht in Köln haben viele noch vor Augen. Eine große Gruppe von Männern, darunter viele Zuwanderer, die Frauen bedrängen, begrapschen und beklauen. Diese Nacht ist ein Synonym geworden für sexuelle Gewalt, begangen durch Zuwanderer. Seit dem Wochenende ist auch Freiburg ein solches Beispiel. Ein 17-jähriger afghanischer Flüchtling soll eine Studentin vergewaltigt und ermordet haben. Doch nimmt die sexuelle Gewalt durch Flüchtlinge tatsächlich zu? Laut der Statistik des Bundeskriminalamtes gab es im Jahr 2014 36.864 Sexualstraftaten. 2,6% davon wurden durch Zuwanderer begangen. Gemeint sind Asylbewerber, Flüchtlinge, Geduldete und Menschen ohne Aufenthaltsstatus. Im Jahr darauf erhöhte sich dieser Anteil auf 4,6%. Die Zahl der Straftaten hat sich also verdoppelt. Verdreifacht hat sich im gleichen Zeitraum allerdings auch die Zahl der Zuwanderer in Deutschland. Wie aussagekräftig ist nun diese Statistik? Es ist gar nicht möglich, sie exakt zu bewerten, weil die Zahlen der polizeilich registrierten Vergewaltigungen stark von der Anzeigebereitschaft abhängen. Die ist generell bei Fremden höher als bei vertrauten Menschen. Wenn es ein Arbeitskollege ist, den man kennt und dem man sowas nicht zugetraut hat, der hat es trotzdem getan, ist eine größere Zurückhaltung da, als wenn es ein völlig Fremder ist, der einen im Wald aufgelauert hat. Also von daher
sind polizeiliche Daten immer Arbeitsstatistiken der Polizei, aber nicht ein getreues Abbild der Wirklichkeit. Auch die Ruhr-Uni in Bochum ist seit heute ein weiterer Fall für die Statistik. Die Polizei berichtete, dass ein irakischer Flüchtling, der mit seiner Frau und zwei Kindern in einem nahen Flüchtlingsheim wohnt, im August und November zwei Studentinnen angegriffen haben soll. Ihm wird unter anderem Vergewaltigung und versuchter Mord vorgeworfen. Die Verunsicherung durch solche Ereignisse ist groß. Zwar werden laut einer EU-Studie zu sexueller Gewalt 77% der Taten durch Bekannte und nicht durch Fremde begangen. Trotzdem verstärkt sich bei vielen der Eindruck, die Gefahr steige durch Zuwanderer. Dieses Gefühl entsteht, wie der Kommunikationswissenschaftler Tanjew Schulz erklärt, weil Menschen generell die Häufigkeit krimineller Taten überschätzen. Denn die Medien berichten breit über ungeklärte Fälle. Das Zweite hier speziell ist natürlich dieses, dass es in eine Phase hineingerät, wo die Flüchtlingspolitik dermaßen aufgeheizt diskutiert wird, dass da sozusagen jeder Einzelfall auch womöglich überbewertet wird, verallgemeinert wird und vor allen Dingen auch sehr, sehr viele falsche Berichte ja auch kursieren. Fakt ist, die Zahl der schweren Gewaltverbrechen sinkt seit Jahren, obwohl das in der Flut so vieler schlechter Nachrichten anders erscheinen mag. Das westliche Militärbündnis NATO und die Europäische Union wollen in Verteidigungsfragen künftig enger zusammenarbeiten. Mehr dazu in den Nachrichten mit Susanne Daubner. Die NATO-Außenminister haben ein umfangreiches Kooperationsprogramm mit der EU beschlossen. Es geht unter anderem um Marineeinsätze, Rüstungsforschung und die Abwehr von Cyberattacken. Angesichts der Spannungen mit Russland und der Konflikte in Syrien und im Irak müssten die Kräfte gebündelt werden, hieß es auf dem Treffen in Brüssel. In Syrien haben Regierungstruppen in Ost-Aleppo weitere Stadtteile von den Rebellen zurückerobert. Bilder der syrischen Armee zeigen heftige Angriffe auf Wohnhäuser. Die Offensive von Machthaber Assad dauert seit mittlerweile 3 Wochen. Russland unterstützt sie. Ein neuer Versuch für eine Waffenruhe scheiterte vergangene Nacht im UN-Sicherheitsrat. Neben Russland legte auch China sein Veto gegen einen Beschluss ein. Amnesty International hat der Türkei vorgeworfen, innerhalb eines Jahres etwa 500.000 Menschen im Südosten des Landes vertrieben zu haben. Die Anwohner seien als Folge eines, Zitat, brutalen Vorgehens der türkischen Behörden aus ihren Häusern gezwungen worden, schreibt Amnesty in einem Bericht mit dem Titel »Vertrieben und enteignet«. In Diyarbakir und anderen überwiegend von Kurden bewohnten Städten im Südosten hatten sich in den vergangenen Monaten Sicherheitskräfte und die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK heftige Gefechte geliefert. Frankreich hat einen neuen Regierungschef. Der bisherige Innenminister Bernard Cazeneuve übernahm heute das Amt des Premierministers. Der 53-jährige Sozialist folgt auf Manuel Valls, der gestern zurückgetreten war, weil er Präsidentschaftskandidat seiner Partei werden will. Im Frühjahr wählen die Franzosen ein neues Staatsoberhaupt. Amtsinhaber Hollande tritt nicht wieder an. Es war im Jahr 2001, als erstmals die Ergebnisse eines internationalen Vergleichs von Schülerleistungen veröffentlicht wurden. Das sogenannte Program for International Student Assessment, kurz PISA. Es löste in Deutschland einen Schock aus, denn damals wurde deutlich, im Vergleich zu anderen Ländern hinkten Schüler hierzulande in Naturwissenschaften, beim Lesen oder Rechnen weit hinterher. Seitdem hat sich einiges getan. Die Leistungen sind besser geworden, zwar immer noch nicht internationale Spitze, sie liegen aber über dem Durchschnitt, immerhin. Allerdings zeigen die aktuellen Ergebnisse auch, wer in Deutschland gute Schulbildung erhält, darüber entscheidet immer noch maßgeblich die soziale Herkunft. Über die neue PISA-Studie berichtet Justus Kliss. Chemieunterricht in der 9. Klasse. Die Aufgabe, zwei gleich aussehende, geruchlose Flüssigkeiten auseinanderhalten. Was glaubt ihr, in der Chemie könnte man tun, um das zu unterscheiden? Experimentieren. Und nicht nur Bildungsforscher sagen, dass sich dadurch Leistung und Motivation steigern lassen. Erstens macht mir Spaß, so Experimente zu machen. Und zweitens lernt man dadurch auch meiner Meinung nach mehr, weil man es halt selbst erlebt. Und sowas bleibt auch mehr in der Erinnerung. Deutschland hat bei der naturwissenschaftlichen Kompetenz zwar ein Ergebnis über dem OECD-Durchschnitt erzielt, seine Punktzahl aber nicht verbessern können. Aus dem Jammertal PISA 2000, PISA-Schock, sind wir raus. Aber wir bewegen uns jetzt auf einer Art Hochplateau,
Und die Gipfelstürmer sind andere, die ziehen an uns vorbei. Und das wird Deutschland sich auf Dauer nicht leisten können. Also es braucht neue Dynamik im Bildungsbereich. Neue Dynamik braucht es auch bei der Förderung leistungsschwacher Schüler mit Migrationshintergrund, obwohl sich diese Gruppe verbessern konnte. Das Gleiche gilt für den Zusammenhang zum sozialen Hintergrund. Auch da ist die Abhängigkeit geringer geworden, aber sie liegt eben weiterhin noch über dem OECD-Durchschnitt. Und das heißt für uns, wir müssen weiterhin an diesen Punkten arbeiten. Dabei gäbe es Mittel und Wege, die Leistungen in Mathematik und Naturwissenschaften zu verbessern, erklären die Forscher. Interessanter Unterricht zum Beispiel sei mehr wert als politischer Aktionismus. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, nicht die großen Systemreformen in Anspruch zu nehmen, sondern zu schauen, dass wir Unterricht verbessern, dass wir vor Ort verbessern, dass wir in die individuelle Förderung gehen. In vielen Ländern mit Top-PISA-Ergebnissen, so die Forscher, gebe es sehr gute individuelle Förderung der Schüler, wie zum Beispiel in Singapur. Dort bekämen die Lehrer allerdings im Vergleich zu deutschen Kollegen mehr Zeit für Fortbildung und Unterrichtsvorbereitung. Wir haben ja zu Beginn der Sendung bereits über das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Entschädigung der Stromkonzerne in Sachen Atomausstieg berichtet. Der Richterspruch, der stand natürlich heute auch an den Börsen im Mittelpunkt. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Susanne Daubner. Die Anleger reagierten positiv. Mehr dazu jetzt von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Mit dem beschleunigten Atomausstieg wurden Eigentumsrechte der Energiekonzerne verletzt, so die Richter. Doch statt der von ihnen erhofften 19 Milliarden Euro an Entschädigung können E.ON, RWE und Vattenfall nur auf insgesamt 2,5 Milliarden hoffen, schätzen Analysten. Diese müssten die Konzerne in weiteren Prozessen einklagen. Der sogenannte Atomdeal, bei dem der Staat weitestgehend die Haftungsrisiken für die Endlagerung des Atommülls übernimmt, ist noch nicht in trockenen Tüchern. Damit bleibt finanziell einiges offen. Doch zu verlieren haben E.ON und RWE wenig. Mit dem heutigen Urteil können sie auf extra Geld hoffen. Beide Aktien legten deutlich zu. Eines haben die Konzerne bereits gewonnen: Rechtssicherheit. In den vergangenen Jahren war dies nicht immer der Fall. Seit Fukushima haben die Aktien von E.ON und RWE jeweils um die 70% verloren. Die Energiewende ist seitdem vorangetrieben worden. E.ON und RWE haben ihre Geschäfte mittlerweile in neue Unternehmen aufgespalten, setzen nun verstärkt auf erneuerbare Energien. Die alten Energieträger und Kraftwerke aber bleiben unrentabel. Die Börsendaten: in Frankfurt schloss der DAX im Plus bei 10.775 Zählern. An der New Yorker Wall Street ging der Dow Jones ebenfalls im Plus aus dem Handel bei 19.251 Punkten. In Österreich ist das Endergebnis der Präsidentenwahl vom Sonntag verkündet worden. Auf den Wahlsieger, den ehemaligen Grünen-Chef van der Bellen, entfielen danach 53,8%. Für den unterlegenen FPÖ-Politiker Hofer votierten 46,2%. Der künftige Bundespräsident erklärte heute, er wolle Gräben zwischen beiden Lagern schließen und für eine andere Gesprächskultur eintreten. Dass die chinesische Mauer das einzige vom Menschen geschaffene Bauwerk ist, das man vom Mond aus sehen kann, das ist ein Gerücht. Es stimmt nicht. Aber was stimmt? Sie gilt als größtes Bauwerk der Erde. Tausende Kilometer lang. The Great Wall nennen sie die Amerikaner, die große Mauer. Und so heißt auch ein Film, mit dem Hollywood und China nun Mauern überwinden und den Grundstein für das ganz große Geschäft legen wollen. Die Produktion internationaler Blockbuster auf chinesischem Boden. Erste Brückenpfeiler zwischen beiden Seiten gibt es schon. Ein chinesischer Geschäftsmann etwa besitzt die größte Kinokette der USA. Und nun soll Matt Damon Hollywood Made in China untermauern. Mario Schmidt. Roter Teppich für Hollywood in Peking. Mit Matt Damon und anderen Stars soll gelingen, wovon Chinas boomende Filmindustrie träumt, endlich ein komplett in China gedrehter internationaler Kassenschlager. Rund 150 Millionen US-Dollar hat The Great Wall gekostet. Eine monströse Fantasy-Geschichte. Wir sind tausende von Meilen gereist, auf der Suche nach einer Waffe, die mächtiger ist als alle, die wir kennen. Doch der Fremde aus dem Westen gerät in eine Schlacht gegen Monster. Die große Mauer ist die einzige Barriere, die die Welt beschützen kann. Lasst mich an eurer Seite kämpfen. Schulterschluss auch in der echten Welt.
Hollywood-Blockbuster haben im bald größten Kinomarkt der Welt schon viel Geld eingespielt. Doch chinesische Produktionen floppen in Amerika. The Great Wall soll mit amerikanischen und chinesischen Stars an allen Kassen funktionieren. In Peking lauter Höflichkeiten. Es war unglaublich. Ich glaube, alle in der Crew aus der ganzen Welt waren glücklich, mit Zhang Yimou jeden Tag arbeiten zu dürfen. Für uns alle ist ein Traum wahr geworden. Chinas Starregisseur Zhang Yimou. Kritiker werfen ihm zu viel Regierungsnähe vor. Dafür kennt er die Regeln im Land. Chinas Zensoren schneiden überall raus, was ihnen nicht passt. Vor allem darf das Land in keinem schlechten Licht erscheinen. Was wollen die? Fressen. Das Heldenepos für Peking politisch unbedenklich, dafür typischer Zhang Yimou-Stil. Opulentes, farbenprächtiges Kino mit unzähligen Statisten. Hollywood made in China, das mit Erfolgen in der Unterhaltungsindustrie auch sein globales Image aufpolieren will. Ich will nicht, dass die Leute sagen, das ist ein Hollywood-Blockbuster und das ist nichts von Zhang Yimou. Das will ich nicht. Ich möchte die Zuschauer sagen hören, das ist ein Hollywood-Film und ein Zhang Yimou-Film. Eine Hürde für amerikanische Studios sind Chinas Quoten. Nur 34 ausländische Filme dürfen pro Jahr in die Kinos. Co-Produktionen mit chinesischen Firmen fallen jedoch nicht darunter. Auch deshalb sucht Hollywood eine engere Zusammenarbeit. Weitere gemeinsame Produktionen könnten bald folgen, wenn The Great Wall international nicht abstürzt, sondern die Schlacht an den Kinokassen gewinnt. Und damit fällt fast der Vorhang für uns. Aber einen haben wir noch. Fußball Champions League. Da musste Borussia Mönchengladbach heute Abend beim großen FC Barcelona ran. Und Messi und Co. fertigten die Gladbacher relativ humorlos mit 4:0 ab. Anders der FC Bayern. Die Münchner empfingen im letzten Vorrundenspiel den Vorjahresfinalisten Atletico Madrid. Qualifiziert fürs Achtelfinale waren beide Vereine bereits vor der heutigen Partie, aber es ging ums Prestige. Dominik Wischer. Bayern-Trainer Carlo Ancelotti und sein Kollege Diego Simeone im Freundschaftsspielmodus. Doch als es dann losgeht, sind die Spanier in den dunklen Trikots die gefährlichere Mannschaft. Griezmann auf Carrasco und der prüft Manuel Neuer nach knapp 10 Minuten zum ersten Mal. Schwierig von außen den Durchblick zu behalten, doch ohne Nebelschwaden sind die Münchner nach 28 Minuten gefährlich. Freistoß Lewandowski und der passt. Der Pole wie schon in der Bundesliga vor 4 Tagen erfolgreich. Eine Kopie des Treffers in Mainz. Der Gruß an die Ehefrau zu Hause. Und zur Pause ein zufriedener Präsident Uli Hoeneß auf dem Weg ins Warme. In der zweiten Hälfte die Bayern klar spielbestimmend. Costa zum ersten und Costa zum zweiten. Noch kein Torjubel auf der prominent besetzten Bayernbank. Kurz darauf die Möglichkeit zur Entscheidung. Costa auf Thiago und der drüber. Carlo Ancelotti kann's nicht fassen. Doch am Ende reicht's. Ein 1:0 als positiver Champions League-Abschluss des Jahres. Und wir haben noch einen für Sie. Und zwar eine abschüssige Straße im kanadischen Montreal. Mit dabei eine kolossale Rutschpartie. Nacheinander sind alle Fahrzeuge ins Schlittern geraten. Erst ein Pkw, dann ein Bus, dann ein Kleinlaster, dann noch dieser Bus. Nur dieses Taxi kann sich gerade noch retten. Die Polizei dagegen scheitert beim Versuch zu helfen, genauso wie kurz darauf ein Streufahrzeug. Absolutes Winterchaos, und zu verdanken haben wir diese Bilder der Massenkarambolage Willem Shepard. Er sah das Blech rutschen und filmte das Ganze. Carsten Schwanke, müssen wir mit ähnlich glatten Straßen bei uns denn auch rechnen? Ich denke und hoffe, vergleichbar glatte Straßen nicht, und hoffe auch, dass alle Menschen in Deutschland inzwischen Winterreifen haben, bei denen es vielleicht nicht ganz so schlimm aussehen würde. Aber es gibt eine kleine Region in Deutschland, in denen Glätte heute Nacht durchaus eine Rolle spielt. Kurze Wetterübersicht. Wir haben hier heute, abgesehen von diesen Nebelfeldern in der Mitte und im Süden, den ganzen Tag über dieses Wolkenband hier im Nordosten gehabt. Und aus diesem Wolkenband gab es einen schmalen Streifen, in dem es in den letzten Stunden immer wieder genieselt hat. Und zwar vom schleswig-holsteinischen Angeln hinunter bis etwa zur Oberlausitz. Im nördlichen Teil dieses Niederschlagsbandes liegen die Temperaturen bei über 0 Grad, hier also keine Gefahr. Aber vom Fläming bis hinunter zum Elbsandsteingebirge, genau dort kann es jetzt glatt sein und auch noch in den nächsten Stunden glatt werden. Die Temperaturen liegen hier bei diesem Nieselregen bei eher knapp unter 0 Grad. Ansonsten passiert heute Nacht nicht allzu viel. Anzumerken wäre eben vor allem noch der teilweise dichte Nebel im Süden. Die Temperaturen vor allem in der Südhälfte im frostigen Bereich, im Norden und auch zum Beispiel
schon im Rheinland bleibt es eine frostfreie Nacht. Morgen Vormittag starten wir dann mit vielen Wolken und etwas Regen im Nordwesten. Dieser Regen rutscht im Verlauf des Tages rüber in den Nordosten. Ansonsten wird es hier meistens trocken, aber bewölkt sein. Im Süden ähnliches Spiel wie heute. Nebel auf der einen Seite, außerhalb des Nebels viel Sonnenschein am Vormittag und am Nachmittag. Mit dem Sonnenschein, zum Beispiel im Schwarzwald oder am Alpenrand, gibt es zweistellige Höchsttemperaturen. Im Dauernebel hingegen nach wie vor Dauerfrost. In der Nordhälfte, auch im Westen, deutlich milder mit 5 bis 12 Grad. Der Wind frischt hier nämlich auf und kommt aus südwestlichen Richtungen. Und dieser Wind führt dazu, dass auch die weiteren Tage vor allem in der Nordhälfte mild werden. Die Nächte dann hier auch endlich mal wieder frostfrei. Im Süden hingegen wenig Änderung bei dem Wetter, das wir jetzt hatten. Nachts Frost, tagsüber im Nebel frostig, bei Sonnenschein wärmer. Carsten Schwanke, danke für diese Aussichten in hoffentlich unfallfreie Tage. Soweit die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Hashtag Beckmann und der Frage, wie können hilfsbereite Menschen wirklich sinnvoll Hilfe leisten? Um 1 Uhr kommt das Nachtmagazin mit Sven Lorek und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.